Abend und herzlich willkommen, liebe Goldene Henne-Fans, hier im Livestream von Super Elo und MDR. Mein Name ist Jennifer und an der Kamera ist Steven und wir werden versuchen, Sie die nächsten 1,5 Stunden ein bisschen auf die große Gala im Fernsehen vorzubereiten. Und ich stehe jetzt hier schon am roten Teppich und wir werden gleich ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Wir waren nämlich schon die letzten beiden Tage hier und haben uns ein bisschen umgeschaut für Sie. Ganz wichtig in diesem Jahr ist aber für uns auch, dass wir ein bisschen mit den Menschen sprechen, die Deutschlands größten Publikumspreis zu dem machen, was er ist, nämlich mit dem Publikum. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin zu den Menschen, die hier schon stehen. Die singen nämlich auch schon die ganze Zeit und freuen sich auf die Stars, die kommen. Und wir gucken mal, ob jemand mit uns sprechen möchte. Hallo. Hallo, wer ist denn hier? Geschrieben. Vor 2 Stunden. Und auf wen warten Sie genau? Angelique Kerber und Michelle. Ja, und seit wann stehen Sie heute schon hier? Seit um 9. Seit um 9 heute Morgen? Wow, und wo kommen Sie her? Aus Halle. Da hatten Sie es ja nicht so weit. Vor 1 Stunde mit dem Zug war ich schon da. Und wie heißt Sie denn eigentlich? Jana Lange aus Halle. Und ist es das erste Mal bei der Goldenen Henne, dass Sie hier stehen? Bestimmt schon. Oh, schon Jahre. Ja. Ich kenne das ja noch aus Berlin, da bin ich immer nach Berlin nie von euch. Ich bin jetzt froh, dass es in Leipzig ist. Hab's nicht so weit. Haben Sie das ganze Buch schon voll mit? Das waren die erste von Karat, die 2. Achso. Aber das Buch soll noch voll werden heute. Ja, ich schreie. Okay, dann hoffe ich, dass Sie ganz viel Erfolg haben. Danke, schönen Tag noch. Ja, danke, Ihnen auch. Gehe ich hier mal weiter. Hallo, auf wen warten Sie denn? Auf Max Giesinger. Max Giesinger, schon mal gesehen bei einem Konzert oder soll heute das erste Mal sein? Nee, ich war schon öfter auf Konzerten, aber bei der Goldenen Henne bin ich heute zum ersten Mal. Wie heißen Sie? Christina. Und wo kommen Sie her? Aus Hannover. Aus Hannover, extra heute angereist? Gestern schon, ich mache hier Städteurlaub. Also und auch das erste Mal in Leipzig dann? Das zweite Mal. Und was haben Sie dann jetzt schon die ganze Zeit gemacht? Ich war um 10:30 hier und warte seitdem mit ihr zusammen und habe sie heute auch erst kennengelernt. Und es ist immer toll, dass man so nette Leute kennenlernt, wenn man hier so lange wartet, aber es lohnt sich. Haben Sie denn auch was zu essen dabei oder wie das läuft das? Alle. Das habe ich schon aufgegessen. Oh, aber Sie wollen ja noch eine Weile bleiben, oder? Ja, ich gehe heute Abend auch zur Veranstaltung. Ach so, auch Karten dabei. Ja, ich sitze im Parkett irgendwo. Dann sehen wir uns bestimmt gleich nochmal drin. Genau. Dann gehe ich mal weiter. Hallo. Hallo. Wie heißen Sie denn? Anja, ich komme aus Plauen und ich warte eigentlich auf viele, weil man weiß ja immer nie so, wer kommt. Es sind ja viele nominiert und sind meistens nicht alle da, aber wer ein Highlight für mich wäre, ist Guido Maria Kretschmer. Den finde ich einfach total nett, also mega, einfach so als Persönlichkeit und wie er halt so ist. Und ja, von den sportlichen Nominierten wäre ich einige sehr erfreut, wenn ich die sehen würde. Ja, einfach mal schauen, bin auch schon ein paar Stunden da und bleibe auch noch bis in der Nacht dann. Okay, das sind ja große Pläne. Möchten Sie denn ein Autogramm oder ein Selfie? Beides. Autogramm ist mir wichtiger. Okay, also alles, was geht, versuchen wir. Ja, schön einen Abend machen. Sehr schön. Da hinten sehe ich auch Menschen, die die ganze Zeit winken. Aber wir kommen da nicht ganz ran. Wir probieren es mal. Wir gehen einfach mal. Ich mache einen ganz langen Arm einfach mal. Hallo. Wer seid ihr denn? Eliza. Vanessa. Wir sind Lukas Rieger-Fans. Ja. Wir wollen unbedingt ganz vorne hin. Aber es geht nicht. Habt ihr gedrängelt? Oh nein! Wir haben nicht gedrängelt. Überhaupt nicht. Seit wann seid ihr da? Vielleicht seit einer halben Stunde. Und da habt ihr nicht gedrängelt? Nein. Naja, will ich euch mal glauben. Wir sind nicht alleine, wir haben noch 2 Freunde. Ja. Die sind aber irgendwo da hinten. Ne? Wir versuchen alles, dass wir vorkommen. Es ist so peinlich. Wir haben auch Lukas vorhin schon gesehen im PC. Ja. Ja. Was hat er da gemacht? Fotos. Ja, ich also, er hat Autogrammstunde. Ja, ich habe mit seinem Manager gesprochen, weil ich noch kein Foto hatte. Und dann habe ich ihm halt gefragt, ja, können wir? Und dann sind die einfach ins Taxi eingestiegen danach. Da war ich richtig traurig. Das ist ja ganz schön schade. Dann wünsche ich euch viel Glück hier. Wollt ihr denn auch ein Autogramm oder nur ein Selfie? Beides. Ja. Beides. Beides. Wenn wir am besten für immer behalten. Kommen wird, ne? Ich muss das snappen. Wir sind hier mit den Online-Fans anscheinend. Snap mal. Dann
Ja, sie snappt und wir gehen einfach mal ein Stück weiter. Sie möchten lieber nicht. Naja, dann gucken wir mal. Wir gucken mal. Hallo, möchte noch jemand mit uns reden? Sie sehen so sehr freundlich aus. Wo kommen Sie denn her? Aus Ludwigshafen am Rhein. Aus Ludwigshafen. Und sind Sie heute angereist? Ja, richtig. Nee, gestern schon. Und dann machen Sie so einen ganzen Leipzig-Aufenthalt draus, oder? Richtig, ja. Das erste Mal hier in Leipzig? Das zweite Mal, schon öfters, ja. Auch das zweite Mal bei der Goldenen Henne, oder? Das erste Mal, wunderschön. Wir waren beim Riverboot, waren wir schon mal. Und worauf freuen Sie sich heute am meisten? Eigentlich mal auf alles, weil wir es noch nie so live erlebt haben. Ja. Und seit wann stehen Sie jetzt hier in der Schlange? Seit 16 Uhr, ne? Ja, ja. 16, 15. Haben uns ein bisschen Zeit gelassen. Ja, dauert ja auch noch ein bisschen, bis es losgeht, ne? Haben Sie denn schon ordentlich was gegessen, damit Sie nicht gleich Hunger kriegen? Da haben wir vorgebaut. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß. Wir sehen uns bestimmt gleich drin nochmal. Ja, das waren jetzt erstmal die ersten Menschen hier am roten Teppich. Und wie gesagt, haben wir uns gestern hier schon mal ein bisschen umgeschaut hinter den Kulissen. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie quasi der Weg nach drinnen ist. Und da wünsche ich Ihnen viel Spaß bei. So, liebe Goldene Henne-Fans, ich stehe jetzt hier genau vor der Halle, wo es morgen losgeht. Wir sind nämlich schon einen Tag vorher hier und momentan sieht es hier noch relativ ruhig aus, aber drinnen, da geht es schon ganz schön los und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Hier befinden wir uns jetzt in dem Bereich, in dem Sie, liebe Zuschauer, morgen quasi reinkommen in die Halle. Also im Moment sieht man nicht so viel, weil es ist noch relativ düster, aber hier wird ganz, ganz viel gewerkelt. Hier werden noch ganz viele Stände aufgebaut, wo man was zu essen und was zu trinken bekommt. Und hinter uns quasi ist die Halle, wo gerade auch die Proben stattfinden. Und hier neben mir ist der Bereich, wo dann die Stars ankommen und über den roten Teppich laufen. Und momentan sieht man noch nicht so viel vom roten Teppich, weil da ist noch ein bisschen verklebt, weil hier auch noch die Bauarbeiter natürlich am werkeln sind. Aber das wird ganz toll, glaube ich. Und jetzt gucken wir einfach mal um die Ecke, wo die Stars dann verschwinden. Es wird noch gesägt, gehämmert. Oft sind die Vorbereitungen noch echte Millimeterarbeit. Es sorgen einfach unzählige Hände dafür, dass es für Sie zu einem unvergesslichen Abend hier in Leipzig und zu Hause am Fernseher wird. Schließlich haben Sie, liebe Zuschauer und Leser, einen riesigen Anteil daran, dass die Goldene Henne überhaupt so erfolgreich ist. Deshalb soll jede Ecke schick sein. Alles soll ganz genau passen. Dafür kommen Tonnen von Materialien zum Einsatz. Wahnsinnig viele Kabel, Lichter. Und die Super-Elo bereitet sich natürlich auch ein wenig auf sie vor. Da schauen wir doch erstmal noch ein wenig weiter. Unter mir ist also gerade noch der rote Teppich ein bisschen versteckt. Nebenan sind schon die Proben und hier hinten wird noch ganz fleißig gebaut. Denn hier halten sich die Stars auf, bevor der Show und nach der Show. Und wie es genau aussieht, das schauen wir uns später nochmal an. So, liebe Zuschauer, da sind wir wieder, jetzt wieder live aus der Halle, die Sie ja gerade eben schon gesehen haben, wo es noch so ein bisschen dunkel war. Jetzt sieht es ganz schick aus und hell erleuchtet und es sind auch schon einige Gäste hier. Und ich würde sagen, wir fragen die einfach mal, worauf sie sich so freuen, wo sie herkommen. Wir gehen einfach mal rüber. Da sehen doch ein paar Leute schon ganz nett aus. Hallo. Oh, Sie haben nicht so Interesse, dann gehe ich auch weiter, kein Problem. Hallo, darf ich mal mich zu Ihnen stellen? Ich bin Jennifer von der Super-Elo und darf ich Sie mal fragen, wie Sie heißen? Bitte? Wie Sie heißen? Döbertin. Und der Vorname? Marlin. Und wo kommen Sie her? Aus Haldensleben. Aus Haldensleben. Und da sind Sie heute extra angereist? Ja, erste Mal bei der Goldenen Henne und ich muss sagen, was ich ein bisschen ärgerlich fand, muss man gleich eine Kritik loswerden, dass man hier so lange
vor diesem Raum hier warten musste, ehe man hier reingelassen wurde. Es hat sich dermaßen gestaut, ja, und dann sind die Massen alle reingestürmt. Ich habe gedacht, die treten einen tot. Also das fand ich ein bisschen, das fand ich nicht so gut organisiert. Aber ansonsten lassen wir uns überraschen. Wir freuen uns auf diese ganzen Künstler, die heute kommen und natürlich, wer die goldene Henne dann bekommt. Da werden wir auf jeden Fall nachbessern. Ja, das ist auf jeden Fall verbesserungswürdig, muss ich sagen. Aber ich sehe, Sie haben schon ein kleines Sektchen. Das hat Sie vielleicht ein bisschen wieder versöhnt? Ja, auf jeden Fall. Aber man muss ja auch mal ein bisschen Kritik üben dürfen. Natürlich. Ja, das ist ja alles, dann kann man irgendwo Verbesserungen tätigen beim nächsten Mal, dass man das alles ein bisschen anders organisiert. Genau. Ja. Vielen Dank. Das werden wir jetzt im Fernsehen sehen. Ja, das sehen Sie. Das können Sie jetzt quasi live schauen auf Ihrem Telefon. Ja, wir sind bei der Super-Elo sind wir. Ja, genau. Das ist schön. Sehr interessant. Super, dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß und wir gehen mal weiter. Vielen Dank. Hallo. Entschuldigung, darf ich mal rankommen? Wir sind von der Super-Elo. Und ich habe gesehen, Sie sind haben sich schön fein gemacht für heute Abend. Sind Sie denn schon länger da? Na, wir sind gerade gekommen, also vor mal 10 Minuten. Und wo kommen Sie her? Aus Halle. War der Weg ja nicht ganz so weit? Genau. Und worauf freuen Sie sich dann heute am meisten? Na, ich freue mich, ein paar Prominente zu sehen und die schöne Atmosphäre, weil ich bin auch das erste Mal da. Meine Mama und meine Omi sind jetzt das zweite Mal schon hier. Genau. Und ja, da freue ich mich heute auf den Abend. Und schon da vorne am roten Teppich ein bisschen gewesen? Nein, noch nicht. Wir sind erst gekommen, wollten jetzt erstmal was trinken und dann mal schauen. Und Sie, auf wen freuen Sie sich? Oder gibt es jemanden, den Sie da vorne nachher mal schauen möchten? Na, wir sind nicht Ersttäter, sondern wir sind schon mehrmals da, meine Tochter und ich. Und haben eben die Enkelin überzeugt, dass es sehr schön ist, die Veranstaltung. Und aus dem Grund, also das ist immer eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Ja, den Dr. Heilmann haben wir schon gesehen. Und wie haben Sie denn die Karten ergattert? Die waren ja so schnell ausverkauft. Das war mein Geburtstagsgeschenk von meiner Tochter. Ganz schnell gewesen. Gleich noch in der ersten Nacht? Ja, gleich. Und dann immer aktualisiert? Ja, ja. So anders geht's ja gar nicht. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß nachher. Ja? Vielen Dank. Ja, danke, tschüssi. Und wir gehen einfach mal weiter. Hallo, darf ich Sie? Okay, dann gehen wir einfach noch weiter, auch kein Problem. Hallo, die sind ein bisschen beschäftigt. Wir gucken einfach mal hier an der Tür, wo die Leute gerade reinkommen. Gute Stimmung sehe ich da. Gehen wir mal. Hallo. Oh, hallo. Hallo, darf ich Sie mal ansprechen? Nein, naja, okay. Dann gucken wir hier mal nach drüben. Schauen alle nicht so begeistert aus, wenn ich komme. Hallo, darf ich Sie mal ganz kurz ansprechen? Natürlich, bitte. Mein Name ist Jennifer von der Super-Elo. Das ist schön, freue ich mich. Ja, wie heißen Sie denn? Andreas. Andreas. Ich bin von der Super-Elo. Ach so. Wo kommen Sie denn her, Andreas? Aus Zerbst. Aus Zerbst. Und wie lange sind Sie jetzt schon in Leipzig? Viertelstunde, nee, 20 Minuten. Also direkt hier hingesportet? Direkt hingesportet über die fast geschlossene Autobahn. Und dann hier angestanden und jetzt soll es das erste Säckchen geben? Richtig. Kommen Sie mit? Ich komme, na klar, wir kommen einfach mal mit. Ja, gut. Dann können Sie mir vielleicht noch erzählen, wessen Idee das war, heute hier hinzukommen? Oh, das war die Idee meiner Frau. Welche Dame ist denn Ihre Frau? Die hübsche hier in der Mitte oder die? Können Sie eine aussuchen? Nee, Sie müssen sich eine aussuchen. Dann nehme ich die mittlere. Und Sie sind auf die Idee gekommen, weil Sie das immer schon im Fernsehen gesehen haben? Ja, wir haben das im Fernsehen gesehen und wir haben auch die Zeitschrift und wir haben gesagt, wir müssen da mal hin. Ja, vor 2 Jahren waren wir das letzte Mal hier. Und jetzt haben wir gesagt, müssen wir doch mal wieder, Leipzig ist ja nicht Berlin. Und Berlin ist ja heute Chaos. Ja, das stimmt. Ja. Da war es einfacher hier hin. Einmal Fußball und einmal Erdogan. Ja. Gehen wir mal weiter zum Säckchen, oder? Ja, bitte. Und haben Sie sich extra einen neuen Anzug gekauft? Nein, nur ein neues Jackett. Neues Jackett sogar? Ja. Wo denn? Oh, wollen Sie das ganz genau wissen jetzt? Na klar. Einen wunderschönen Herrenausstatter. Ja? In Zerbst? Nein, in Dessau. Druschke nennt sich der.
Ist das ein heißer Tipp, wo man mal hingehen sollte? Sollte man hingehen für die bisschen korpulenteren Menschen. Ist oh ja. Immer was da, sonst ist ja alles immer für die schlanken, hübschen Wiesen. Oh, danke. So, jetzt gucken wir mal nach dem Sekt. Gucken wir mal nach dem Sekt. Ich gehe jetzt mal mit den jungen Damen und Herren hier zum Sekt trinken und währenddessen können Sie sich ja mal anschauen, wie es eigentlich so abläuft, wenn das Ganze hier organisiert wird. Und darüber habe ich gestern mit dem Geschäftsführer von Super Elo gesprochen, Heinz Scheiner. Hallo Herr Scheiner. Hallo. Hallo. Hier sieht es ja jetzt nun nicht gerade nach großer Gala aus. Wo sind wir denn hier und was passiert hier? Das sieht tatsächlich nicht nach großer Gala aus, aber hier wird gearbeitet. Es ist das sogenannte Produktionsbüro. Wir haben zwei Produktionsbüros. Eines ist für den MDR, die ja für die Jobs, die auf der Bühne stattfinden, verantwortlich sind. Die sitzen über uns. Und hier sind die Leute, die alles organisieren, was nicht auf der Bühne stattfindet. Stimmt nicht ganz. Ich zeige Ihnen gleich, wo es Schnittmengen gibt. Und wir sind seit gestern hier und schließen dann morgen, übermorgen früh, Samstag früh, schließen wir dann hier zu, wenn der Job getan ist. Und hier sind so einzelne Arbeitsgruppen, Inseln aufgebaut. Hier beispielsweise sitzt der Fahrdienstkoordinator. Also wir haben ja mit unserem Partner Skoda, der uns die Autos zur Verfügung stellt für die Preisträger und Laudatoren, die vom Flughafen abgeholt werden, vom Bahnhof abgeholt werden, zur Gala vor den roten Teppich gefahren werden. Der sitzt hier, der steuert hier quasi die Fahrzeuge und die Fahrer. Hier ist eine Kollegin, Fotografin, die macht Fotos für Behind the Scenes, also wie entsteht so ein Produkt wie die Goldene Henne, wie sind die Partner präsentiert, wie sieht es aus, wenn es noch nicht Gala ist, sondern wenn gebaut wird, das macht sie. Hier an dem Tisch sitzen die beiden Ladies, die beiden Kolleginnen aus Berlin, Caroline und Ramona, die dafür sorgen, dass die Preisträger, Laudatoren im richtigen Hotel wohnen, auch ein Zimmer haben in dem Hotel, dass sie rechtzeitig vorgefahren werden an den roten Teppich. Das ist eine Absprache hier mit Fahrdienstleister, Leiter. Also die organisieren quasi einen Teil der geladenen Gäste, der Preisträger, Laudatoren, die dann auf der Bühne stehen werden morgen Abend. Ganz wichtiger Job, nervig, aber ganz wichtig. Hier sitze ich so, wenn ich nicht unterwegs bin, meine Assistentin, wir organisieren roten Teppich und Partner vor allen Dingen und so weiter. Und hier die beiden Inseln sind die Damen und Herren von der Agentur Hauer. Eine sehr erfahrene Agentur, die sich um Gästemanagement kümmert, die mit uns gemeinsam Platzierung, Einladungsversand macht, die dafür sorgt, dass zusammen mit unserem Architekten, der da sitzt normalerweise, wenn er da ist, dass die Empfangsbereich für die geladenen Gäste, aber heute auch oder morgen auch für die Kaufkartengäste, dass das alles schön gebaut ist, dass es alles ordentlich ist. Absprachen mit Partnern, wie präsentieren sich die Partnern, das macht diese fleißigen Damen und Herren. Und hier hinten an der Wand sehen Sie oder sehen wir 900 Schnipsel. Und auf jedem Schnipsel steht ein Name. Können ja mal kurz hinschauen. Können ja mal ein bisschen hingucken. Da steht auf jedem Schnipsel ein Name und das sind die Platzierungen der geladenen Gäste in der Flachbestuhlung. Die Kaufkartengäste haben ja ihren Platz schon, ja, mal über das Ticketing. Wissen Sie, auf welchem Platz Sie auf der Tribüne oder auch in der Flachbestuhlung sitzen? Und hier haben wir gestern in Berlin 5 Stunden gesessen und haben jede einzelne Person gesetzt. Hat was mit Protokoll zu tun. Also wir werden zwei Ministerpräsidenten zu Gast haben.
die beiden Intendantinnen der beiden Partnersender, die sitzen natürlich in der ersten Reihe. Dann, wo sind die Menschen, Preisträger, Laudatoren, die auf die Bühne müssen? Die können wir nicht irgendwie mitten reinsetzen, sondern sitzen am Gang quasi, um schnell rauszukommen. Ja, das passiert hier. Und was ist jetzt so einen Tag vor der Show noch ganz wichtig, ganz schnell zu tun? Chaosmanagement. Weil es passiert immer wieder was. Es werden auch morgen im Laufe des Tages noch Leute absagen, die wir gesetzt haben. Also das müssen wir reagieren. Heute findet oben ja im Bereich der Halle der Aufbau statt. Besonders in dem Bereich, wo wir verantwortlich sind, Empfang Aftershow, aber auch Kaufkartenbereich, wie präsentieren sich die Partner. Das findet heute alles statt. Die Partner sind zum Teil hier, kommen dann und besprechen wir nochmal, was passt nicht. Also Chaosmanagement, weil wir alle wollen ja das beste Produkt haben. Und worauf freuen Sie sich dann bei der Show, wenn es dann alles hoffentlich geklappt hat? Wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich freue mich, wenn es 23:30 Uhr, 23.30 Uhr ist, wenn die Sendung zu Ende ist und wenn ich dann Bier trinken darf. Darauf freue ich mich am meisten. Zwischendurch natürlich auf das Lächeln der Preisträger, wenn das alles funktioniert, wie wir uns das alles vorstellen. Natürlich, klar. Aber so ganz richtig, wenn ich mein erstes Bier oder ein Glas Wein oder ein Glas Sekt, je nachdem, trinken kann, nach der Sendung. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß und bis dahin. Vielen Dank. Danke. Danke. Neben mir steht Karin Mehnert aus Leipzig und sie hat mir schon verraten, dass sie sich ganz doll für Otto Waalkes freut. Warum denn? Weil der mir so sympathisch ist und hat auch viel geleistet in seinem Leben. Der macht die Leute glücklich, der macht Spaß. Doch, ja. Haben Sie den denn schon mal live gesehen? Natürlich, war auch schon in seinem Museum, no, in Emden. Nee, war super, ja. Einwandfrei, no, no. Und Sie haben mir auch schon verraten, dass es nicht das erste Mal hier bei der Goldenen Henne ist. Ja. Wie oft waren Sie schon da? Seitdem das in Leipzig ist, ne? Weiß nicht, wie viel Mal ist das jetzt hier? Das dritte Mal? Das dritte Mal muss das sein, ja, genau, ja. Und wo saßen Sie da bisher immer so? Im Parkett, hier Rang oben und diesmal sind wir unten im Parkett. Mal gucken, na, bei der Straße. Und waren Sie immer mit den gleichen Freunden unterwegs, oder? Mit dem Carsten, ja, der mit war, der macht immer, der managt die Karten immer. Aber die anderen sind heute das erste Mal mit. Ja. Der Carsten hat sich versteckt, er möchte nicht gefilmt werden. Die haben sich jetzt alle verkrümelt, die wollen nicht erkannt werden. Aber Sie sind nicht weggerannt? Nee, nicht wirklich. Wer sind Sie denn eigentlich? Ich bin der Stefan. Der Stefan, und ja. Wo kommen Sie her? Auch aus Leipzig? Nee, aus Schkeuditz. Ist bei Leipzig, ja. Und heute direkt von der Arbeit hier hingesportet? Na, fast, ja. Noch 2 Stunden zu Hause verbracht und dann hierher, ja. Und zu Hause, was haben Sie da noch so an sich stylingmäßig gemacht, dass es losgehen konnte? Noch schnell in die Wanne, perfekt angezogen und dann hierher. Noch ein bisschen die Haare gemacht? Nein, habe ich schon fertig gehabt durch die Arbeit. Was arbeiten Sie denn? Ich arbeite bei Bofrost. Bei Bofrost? Ja. Lecker, lecker. Eisverkäufer. Eisverkäufer. Ja. Fahren Sie rum, oder? Ja, genau. Dann klingeln Sie an der Tür. Genau, die Leute, die wissen ja dann schon Bescheid, dass wir dann immer da sind. Ja, macht Spaß. Sehr schöne Arbeit, ja. Und ich sehe auch noch da jemanden mit einem ganz interessanten Anzug. Habe ich, glaube ich, auch letztes Jahr schon gesehen. Genau. Ja, und extra für die Goldene Henne. Ja. Und seit wann haben Sie diesen Anzug? Den Anzug habe ich schon länger, aber das Schild habe ich seit letztes Jahr. Okay. Wer sind Sie denn? Heiko Schulze. Heiko Schulze, und wo kommen Sie her? Aus Salzwedel. Und Sie sind so ein großer Goldene Henne-Fan, dass Sie immer wieder kommen und sich auch sogar so einen Anzug gebastelt haben? Genau. Was macht Ihnen denn an der Goldenen Henne so viel Spaß? Einfach alles, und man trifft hier eben viele Künstler und Stars. Und es ist auch ein schönes Event zur Erinnerung an Helga Hahnemann. Gibt es denn einen Star, auf den Sie sich heute besonders freuen? Eigentlich alle. Okay, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß. Danke. Und wir geben einfach mal von diesen Lesern hier und diesen Gästen heute Abend, gucken wir mal zu einer anderen Leserin, nämlich zu Katja Behn, die heute Abend mit Kai Pflaume auf der Bühne stehen wird. Und wie sich das so anfühlt, das habe ich sie gestern schon mal gefragt.
Liebe Katja, im normalen Leben quasi bist du Polizeikommissarin und morgen stehst du hier auf der großen Bühne. Wie fühlt sich das jetzt an? Also das ist der totale Wahnsinn. Für mich ist ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen, einmal auf so einer großen Bühne präsent zu sein. Das ist schon echt der Hammer. Ich habe aber echt Respekt. Ne? Ich habe keine Angst, aber wirklich Respekt. Und ich möchte natürlich gut abliefern. Ja, und ich bin total gespannt, was mich so erwartet. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dich zu bewerben als Miss Goldene Henne? Ja, weil ich mir so dachte, ich kann nicht singen und nicht tanzen und nicht zaubern, aber wie kommt man dann auf eine große Bühne? Und das bietet sich ja hier an. Ich war letztes Jahr als Zuschauerin bei der Goldenen Henne, war total begeistert. Die Eva Zorn hat das super gemacht. Da dachte ich, das kriege ich auch hin. Und wer begleitet dich hier in Leipzig? Mein Ehemann. Der ist von Anfang an, steht er mit mir dahinter, hat mitgefiebert und gehofft. Und ja, wir haben eine super Zeit hier. Alle sind sehr, sehr bemüht und super nett. Schön. Und dein Töchterchen, die darf dann am Fernsehen zuschauen? Ja, genau. Also die hat mit mir ja das Bewerbungsvideo gedreht, war von Anfang an dabei, hat jedes Foto geschossen und war auch bei der ersten Kleidanprobe dabei. Und die ist natürlich mega aufgeregt und wäre natürlich auch gern hier auf der Bühne. Aber sie hat es verstanden, sie ist erst 8 und sie hat daheim alle Omas und Opas eingeladen, macht quasi einen großen Fernsehabend mit Chips und Rotkäppchensekt. Das klingt doch auch gut. Und worauf freust du dich am meisten für morgen? Ja, ich freue mich natürlich auf den großen Auftritt, das schöne Kleid zu präsentieren und auf einfach einen wundervollen Abend zu haben, die Stimmung zu genießen, zu gucken, wie läuft das hinter den Kulissen und na klar auf die Aftershow-Party. Gibt es da jemanden, den du gerne mal sehen möchtest bei der Aftershow-Party? Also so einen ganz bestimmten Promi-Star-Wunsch habe ich nicht. Jeder Einzelne hat was für sich und ja, schon mit Kai Pflaume auf der Bühne zu stehen, ist schon was. Ne? Ich bin gespannt. Alles ist toll. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Drücke die Daumen, dass alles gut geht und vielen Dank. Danke. Ich stehe neben Christoph Hellerung von der Super Elo. Erzähl uns doch noch mal kurz, wo wir hier genau sind. Ihr seid hier auf dem Stand von Super Elo, den wir zum ersten Mal hier gemacht haben. Und zwar unter dem Motto, entdecken Sie die Welt von Super Elo. Wir präsentieren hier unsere gesamte Produktpalette. Das sind ja nicht nur die Zeitschriften mit Super Elo, Super Legenden, dem Super Ostsee-Heft oder auch Guter Rat, unsere Schwestermarke, sondern es gibt auch noch ganz viele tolle neue Produkte, Nebenprodukte sozusagen, Merchandising-Artikel von renommierten Herstellern in Kooperation wie Carla beispielsweise. Haben wir eine neue schöne Carla-Becher gemacht. Wir haben verschiedene Bucheditionen, es gibt Brettspiele, es gibt CDs, es gibt DVDs und es gibt einen tollen Katalog dazu. Sehr schön, dann gehen wir einfach mal rüber und gucken uns das mal an. Ich weiß nicht, du kannst ruhig mitkommen. Gucken wir mal, was die Leute sich hier so anschauen. Wir gucken einfach mal über die Schulter. Hallo. Die Adresse, damit man die Benahme. Hallo, darf ich mal kurz stören? Ja. Ja. Schönen guten Tag. Sie? Ich fülle das Gewinnspiel. Sehr gut, was gibt's denn zu gewinnen? Eine Reise. Wohin denn? Nach Norwegen. Was muss man dafür machen? Man muss nur jetzt reinschreiben, dass man im Grunde gewinnen möchte. Das ist ja einfach. Ja, das ist ganz einfach. Das kriege ich vielleicht auch noch hin gleich. Ja, das denke ich auch. Das machen wir auch noch. Ein Kärtchen ist noch frei. Das hebe ich jetzt mal auf. Leg das ja. Reservehalber schon mal zur Seite. Legen Sie für mich zur Seite, bitte. Ja. Okay. Darf ich Sie noch mal kurz fragen nach Ihrem Namen und warum Sie denn Lust haben, nach Norwegen zu reisen? Also nach Norwegen zu reisen ist nicht so, muss nicht so eigentlich, weil es so kalt ist. Aber wenn man was gewinnen kann, macht man das mit. Wie heißen Sie denn? Nico. Nico, und wo kommen Sie her, Nico? Aus Strausberg. Aus Strausberg, in Thüringen? Nee, östlich von Berlin. Das Strausberg. Das Strausberg, es gibt nur einen Strausberg. Zentraler Mittelpunkt. Das bezweifle ich. Übrigens. Na gut, dann will ich nicht weiter stören und wünsche ganz viel Glück. Vielen lieben Dank. Vielleicht zieht die Glücksfee Sie ja. Oder Sie. Ich probiere mal, ob ich meine Finger da reinkriege. Dann gehen wir einfach hier mal weiter. Hallo, Sie... Möchte lieber nicht. Was gibt's da denn? Was gibt's da? Kann man Fotos machen, sehe ich. Wir laufen hier gerade in die Fotowand. Wollen wir auch nicht weiter stören. Gehen wir mal in diese Richtung hier. Hm. Hallo. Darf ich Sie mal ansprechen? Ja. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Simone. Simone und? Tessie. Tessie. Und wo kommen Sie beide her? Aus der Nähe von Magdeburg. Beide? Beide. Und
Sie sind hier im Super-Illu-Stand. Sind Sie auch treue Super-Illu-Leser oder ist das erste Mal heute in Kontakt? Nein, wir lesen die öfter. Ja, also nicht regelmäßig, aber oft. Oft. Hin und wieder, also ich habe kein Abo, aber ich hole sie mir öfter. Und bei der Goldenen Henne heute Premiere oder auch schon öfter da gewesen? Also für mich ist es Premiere, ich bin heute das erste Mal dabei. Also ich war bestimmt schon 6-mal dabei. Schon 6-mal, auch in Berlin dann schon gewesen? Ja. Und jetzt jedes Jahr angereist sozusagen, die letzten 6 Jahre? Oder? Soweit es ging, versucht, ja. Und warum macht Ihnen die Goldene Henne so viel Spaß? Na, erstmal sind es sehr viele Ostkünstler oder es verbindet eben mit dem Osten und ich bin Ostkind. Und ja, es ist immer wieder toll und Kai Pflaume moderiert, den sehe ich besonders gerne und ja, ist schön. Darf ich noch fragen, Ihr Outfit ist ja sehr stylisch. Haben Sie sich das extra für heute Abend gekauft oder lag das schon im Schrank? Also, da werden Sie lachen. Nach der Wende in West-Berlin war das meine erste Anschaffung. Also zumindest der Einteiler. Sehr gut. Steht Ihnen wahrscheinlich wie damals super. Also ich habe wahrscheinlich nicht zugenommen. Ja, gehe ich von aus, wenn es immer noch passt. Ja. Dann wünsche ich Ihnen heute ganz viel Spaß und wir schauen einfach mal weiter. Vielen Dank. Hallo, Sie sind ja im Partnerlook. Ja, wir sind immer im Partnerlook. Immer? Immer, weil uns das gut gefällt. Ja, sind Sie Schwestern? Nein. So seelenverwandte Schwestern. Schön, wie heißen Sie denn? Marlies und Gudrun. Und Gudrun, worauf freuen Sie sich heute? Ja, auf einen ganz tollen Abend, ja. Auf Gäste voller Überraschung, auf volle Musik und vor allen Dingen auf die Preisträger. Genau. Wieder voller Überraschung, ja. Wer es Peter Maffay natürlich, vielleicht Jörg Schüttauf. Und seit wann machen Sie das mit dem Partnerlook? Ach, seit 2006. Wie kam es denn zu der Idee? Ja, weil wir beide in einer Trachtengruppe drin sind und wir vertreten das Land Brandenburg im Landeswettbewerb. Was für ein Landeswettbewerb denn? Unser Dorf hat Zukunft. Kann man da abstimmen für oder wie läuft das? Ja. Gut, wir haben den zweiten Platz jetzt bekommen und jetzt sind wir noch im Bundeswettbewerb. Haben wir nie mit gerechnet, aber heute sind wir erstmal hier, uns zu amüsieren und neue Kräfte zu tanken. Das ist auch erlaubt. Da wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß bei. Danke. Tschüssi. Und vorhin haben wir uns ja schon angeschaut, wie die Halle so aussieht, wenn aufgebaut wird. Und wir hatten versprochen, dass wir dann nochmal in den VIP-Bereich schauen, wenn es da schick ist. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wie versprochen befinden wir uns jetzt hier nochmal im VIP-Bereich der Stars, nachdem quasi alles aufgebaut wurde. Jetzt wird nur noch ein bisschen gesaugt hier. Im Hintergrund sind nochmal Proben, deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen laut. Aber da die meisten von Ihnen wahrscheinlich gar keine Vorstellung haben, wie es hier so aussieht, machen wir einfach mal eine kleine Runde, würde ich sagen. Hier hinter mir ist schon alles vorbereitet für ein späteres Buffet. In den letzten Jahren war ja immer wieder von Netto verschiedene Fernsehköche mit dabei und in diesem Jahr gibt es dann Desserts von Andreas Studer. Hier haben wir einen Loungebereich von Europapark Rust, dieses Jahr das erste Mal mit dabei. Kann man sich ein bisschen hinsetzen, ein bisschen verschnaufen, wenn man vielleicht vom Tanzen genug hat oder ein bisschen aus der Puste ist. Hier sind auch nochmal Buffetbereiche, wo es meistens noch eine leckere Currywurst gibt abends und auch andere Gerichte. Eis wird es geben, wie ich sehe. Bei Staatlich Faching gibt es immer gutes Wasser, wenn man dann doch vom Tanzen ein bisschen mal was zum Runterkühlen braucht. Das war jetzt ganz schön laut. Wir machen aber einfach weiter. Also hier wird gerade, wie gesagt, noch gesaugt. Links und rechts gibt es noch Buffet. Und hier kommen wir zu meiner Lieblingsbar von Nordhäuser aus meiner Heimat Thüringen. Und hier gibt es immer ganz leckere Cocktails und Longdrinks, wenn man denn rankommt, weil die Schlange ist immer sehr lang. Muss man leider sagen. Und wir nähern uns der Bühne, wo gerade noch die Band, die ihr später spielt, ihren Soundcheck macht. Und ich stehe jetzt gerade auf der Tanzfläche, wo dann später die ganzen Stars hoffentlich noch ein bisschen bleiben und den Abend ausklingen lassen. Wir gehen mal weiter. In der Mitte haben wir auch noch dann Wernes Grüner, wo es dann Pilz gibt und ein bisschen Wein. Die Modemarke Madeleine ist noch da.
wo man sich auch ein bisschen hinsetzen kann später. Dann haben wir hier den Ostdeutschen Sparkassenverband, gehört auch zu den Sponsoren der Goldenen Henne. Und noch einmal Netto hier vorne. Und hier laufen wir jetzt durch das Saugteam. Ganz unauffällig, sorry. Hier nebenan haben wir dieses Jahr das erste Mal einen Stand von Jovelo, wo es ja diesen ganz tollen neuen Goldene Henne Anhänger gab. Können Sie auch noch im Internet erstehen bei Super Elo. Und dann gehen wir einfach weiter. Nochmal Buffet für alle. Und natürlich gibt es auch Kaffee, falls man noch einen kleinen Energiekick braucht später. Von Cremesso aus der Schweiz. Und natürlich nicht zu vergessen, Brotkäppchen ist auch mit dabei. Und da sind wir auch schon rund. Ja, da haben Sie schon alles gesehen, was hier so hinter den Kulissen später stattfindet. Ich stehe hier bei Vera von Jovelo und jetzt sagen Sie mal, mir ist schon aufgefallen, was Sie für ein schönes Schmuckstück tragen. Was haben wir denn hier? Oh, das ist etwas ganz Besonderes. Ich denke mal, auch den Zuschauern wird das eventuell bekannt vorkommen. Das ist das offizielle Goldene Henne Schmuckstück 2018. Wir von Jovelo sind unglaublich stolz und geehrt und gerührt, dieses Schmuckstück entworfen zu haben. Es ist in Zusammenarbeit mit der Familie Scheiner entstanden. Das heißt, unsere Goldschmiede haben es nach den Vorstellungen der Familie eben umgesetzt. Es war uns ganz, ganz wichtig, dass da sehr viel Herzblut reinfließt, weil das so eine großartige Veranstaltung ist und wir fühlen uns sehr geehrt, das so umgesetzt zu haben zur Zufriedenheit unserer Kunden und der Leser der Super Elo. Herrn Scheiner haben Sie vorhin schon kennengelernt im Organisationsbüro, nur noch mal kurz zur Info. Vielleicht können wir hier mal kurz rumgehen und uns das ein bisschen anschauen. Sehr, sehr gerne, ja. Die Leser der Super Elo haben das Schmuckstück allerdings auch schon von der stellvertretenden Redakteurin präsentiert bekommen. Da haben wir die Erstellung oder Entstehung des Schmuckstücks bereits dokumentiert. Und da wurde wirklich jeder Prozess, weil das alles in Hand gearbeitet ist, schon dokumentiert. Das heißt, sie wissen schon, was Besonderes da ist. Wie lange dauert es denn, bis so ein Schmuckstück entsteht? Wow, also da waren wir sind jetzt schon gut seit 5 Monaten eigentlich dabei, aber die Form, die Auswahl, dass es ein Anhänger wird, das war am Anfang noch gar nicht sicher. Es ging darum, es soll etwas ganz Besonderes werden, ein Erinnerungsstück. Und ich denke, wir haben hier wirklich ein Sammlerstück geschaffen, weil es sowas bisher noch gar nicht gegeben hat. Wie kostet das denn eigentlich? Dieses Schmuckstück kostet 99 Euro und zwar gibt es das in 12 Ausführungen. Das war uns ganz, ganz wichtig, dass wir da auch eine schöne Vielfalt präsentieren können, weil die Welt der Edelsteine auch so vielfältig ist und wir möglichst viel zeigen wollen natürlich. Haben wir denn hier irgendwo so verschiedene Modelle liegen oder? Ja, absolut. Ich nehme sie mal eben mit. Wenn wir hier rüber gehen könnten. Hier sehen Sie 3 der 12 Varianten, die wir anbieten. Sie sehen, es gibt 3 verschiedene Legierungen. Einmal die Gelbvergoldung, die Rosévergoldung und die silberne Variante. Sie sehen jetzt hier nur 3 Edelsteine, aber insgesamt gibt es 4 tatsächlich. Und diese Variationen, die Sie dann selbstpersönlich zusammenstellen können, das wird für Sie persönlich produziert. Das kann bis zu 30 Tagen dauern, aber hier bei der Verleihung heute Abend haben wir ein paar der Anhänger schon fertig mitgebracht. Sehr schön. Vielleicht können wir uns mal ein paar Menschen anschauen, die sich dafür gerade interessieren. Sehr gerne. Hier würde ich einfach mal versuchen, da zuzugehen. Hallo, darf ich Sie mal kurz stören? Hallo. Alles gut. Hallo. Ich bin von der Zeitschrift Super Elo und wir sind gerade live da in der Kamera zu sehen. Ich wollte mal fragen, oh, Sie tragen das ja sogar schon. Ja, ist gerade frisch angelegt. Frisch angelegt. Gerade gekauft. Was hat Sie denn da beeindruckt? Ja, ich bin Kunde bei Jovelo schon viele, viele Jahre und ja, und das hat mir gefallen und noch gab es das nicht im Internet, also haben wir es hier gekauft. Sehr schön. Und Sie sind also Fan von der Goldenen Henne? Ja. Und heute das erste Mal hier. Und nun wollen wir mal sehen, wie das so alles läuft. Sonst haben wir es mal im Fernsehen geschaut, aber diesmal wollen wir mal live dabei sein.
Ja. Wie heißen Sie denn eigentlich? Wir heißen Familie V, einmal Bernd und Carola. V. So wie der Vogel mit dem bunten Rad. Sehr gut. Und worauf freuen Sie sich heute Abend? Na, auf die Stars sowieso. Ja. Auf die ganze Veranstaltung. Wir wollen mal sehen, was so läuft. Ob das auch im das, was man im Fernsehen sieht, dann auch hier vor Ort live ist. Ja. Wie das dann ist. Was hat Sie denn überzeugt, hier nach Leipzig zu kommen, dann extra live zu kommen quasi für diese Show und nicht wieder am Fernseher zu sitzen? Weil wir uns einen schönen Abend machen wollten. Haben Sie schon ein bisschen rumgeguckt, was es sonst noch so gibt? Nein, sind wir noch dabei. Wir sind gerade erst gekommen. Willkommen, frisch reingeschneit. Genau. Dann wollen wir Sie auch nicht länger aufhalten, damit Sie sich noch ein bisschen einfühlen können. Vielen Dank auch. Ja, schönen Abend allen. Ihnen auch. Danke. Na, dann schneiden Sie mal schön weg. So, dann würde ich sagen, wir geben mal ganz kurz in unsere andere Kamera. Da können Sie sich nämlich nochmal einen Überblick verschaffen, wie es hier eigentlich so aussieht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Thank you.
Hallo, da sind wir wieder. Wir sind auf dem roten Teppich. Hier geht's ganz schön ab. Und hinter mir sind die Fans und machen ganz viele Fotos. Hallo. Hallo. Wer sind Sie denn? Die Anke. Die Anke? Wo kommen Sie denn her? Aus Bautzen. Aus Bautzen. Und dann sind Sie heute extra angereist? Ja, zum dritten Mal. Zum dritten Mal hier in Leipzig? Ja. Und warum kommen Sie immer wieder? Einfach so, weil es schön ist. Und nach wem schauen Sie hier? In aller Freundschaft und ja, Musiker halt, alle möglichen. Haben Sie schon Fotos gemacht? Ja. Was denn? Das war einfach nur schnell durch. Was für Stars haben Sie denn schon gesehen? Der Paul? Der Paul Janke. Star. Paul Janke, ja. Der Bachelor. Genau. Wäre der was für Sie? Keine Ahnung. Das ist Ihr Typ. Kann ich mich nicht festlegen. Okay. Ross Anthony auch schon gesehen? Ja. Aber der war noch nicht bei uns. Ist der schon durchgegangen? Nein. Ach so, der steht da noch irgendwo da drüben. Der kommt noch zu uns. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Nico Santos. Hallo. Hallo. Hi. Na? Na? Auf dem roten Teppich. Ja. Und der Kontakt zu den Fans ist? Ja, klar. Es ist schön. Ist schön, ja. Schon ganz viele Fotos gemacht? Da hinten auf jeden Fall sehr, sehr viele. Und ist lustig, wenn man die ganzen Kumpel... Hört er mich noch? Nein. Ja, wenn man die ganzen Kumpel sieht, dann ist es echt schön hier. Ja. Das erste Mal in Leipzig, oder? Nee, ich hatte hier schon ein paar Konzerte in den letzten Monaten. Es ist sehr, sehr schön. Ich freue mich immer wieder hier zu sein. Ist ja auch nicht so weit von Berlin entfernt. Wie ist denn das Gefühl, wenn die Leute dann den Namen schreien? Schon verrückt. Fängt ja jetzt gerade erst so an, deswegen ist es noch sehr gewöhnungsbedürftig. Vielleicht können wir mal gucken, ob wir hier noch einen Fan glücklich machen können. Möchte noch jemand ein Foto machen hier? Na klar. Oh. Nee, lieber mit Ross. Ist nicht so die Zielgruppe, glaube ich. Aber ja, vielleicht kriegen wir einen her. Schön. Ja, vielen Dank. Dann, wir sehen uns später. Wir sehen uns später. Tschüssi. So, jetzt gucken wir einfach mal. Hier wird nämlich ganz fleißig geschrien. Hier hat jemand ein gelbes Hemd an. Hallo. Kann es sein, dass Sie letztes Jahr schon hier waren? Genau, ja. Da habe ich Sie auch schon hier ganz nah vorne gesehen. Das ist korrekt, ja. Sind Sie da immer extra früh da, damit Sie hier stehen können? Genau so ist es geplant, ja. Immer wer kommt, ein bisschen vorbereitet, ja. Auf wen freuen Sie sich? Na, ich würde schon gerne Otto sehen. Ja, vielleicht kommt er hier vorbei, wäre eine schöne Sache. Aber ich bin ganz spontan. Frau Schrobange ist leider vorbei, das ist sehr schade. Ja, aber Ross vielleicht? Ross Anthony. Ross! Ross wird von allen geliebt. Wir haben später noch ein Interview mit ihm, habe ich gerade gehört. Aber vielleicht kommt er hier noch lange und macht die Fans glücklich. Wir haben ein Interview vorbereitet. Ich muss mal kurz meinen Kollegen fragen. Ich weiß jetzt nicht genau, was für ein Interview, aber meine Kollegen haben auf jeden Fall jemanden getroffen. Also ich lese jede Woche die Super-Illo und wenn ich irgendwo in Westdeutschland bin, wo es immer noch schwierig ist, nach 30 Jahren die Super-Illo zu kriegen, dann schimpfe ich und dann gehe ich extra zu irgendeinem Hauptbahnhof. Weit, weit muss ich da laufen, um die Super-Illo zu kriegen. Und ich finde, die immer noch ist eine schöne Zeitung und ich grüße alle Leute, die Super-Illo lesen. Tschüss! Hier werden gerade Wünsche erfüllt. Hier kommt Ross Anthony zu den Fans, die schon die ganze Zeit nach ihm schreien. Die freuen sich alle gar sehr. Das war fies. Hallo. Der Zaun bebt hier. Ich gehe einfach mal hinterher. Ich stelle mich mal dem Ross. Hallo. Hallo. Alle hier haben schon nach dir geschrien. Ach so. Ja, ich frage mich warum, aber... Ja, warum eigentlich? Weiß ich auch nicht, selber nicht, ne? Aber ich bin tierisch aufgeregt, das war deine Frage, ne? Ich bin nominiert in die Kategorie Entertainment, okay? Ich bin ein Entertainer, aber dass ich überhaupt nominiert bin ich sehr dankbar dafür. Wir werden sehen heute Abend, wie es ausgeht. Und ich würde mich natürlich freuen, als verrückter Hühn selber einen goldenen Hahn oder Henne nach Hause zu nehmen, wäre ganz toll. Würde gut in den Hühnerstall passen, meinst du? Auf jeden Fall mit meinen anderen Hühnern. Kriege ich dann goldene Eier? Das beantworte ich nicht.
Aber es ist wirklich, man merkt, ich kenne so viele Leute hier, ich freue mich total. Es ist wie eine Familie hier und ja, ich habe so viele Leute umarmt und so viel Lippenstift auf meiner Wangen gehabt, dass ich glaube, ich habe selber keinen Schminke mehr im Gesicht. Die freuen sich alle total. Es ist doch super, dass du das machst. Es ist, ja, ich finde es ganz toll und dass ich, wie gesagt, dass ich dabei sein darf, ist wirklich super. Danke, danke, super Elu, ne? Vielen Dank auch dir. Ja, da, der Ross, haben wir ihn doch nochmal gesehen. Und ich gehe einfach nochmal weiter. Und solange wir jetzt hier auf die nächsten Fans warten, die wir vielleicht ansprechen können, schauen wir einfach mal, was es sonst noch online gibt, außer diesem Stream. Patrick, wo sind wir denn hier eigentlich und was passiert hier? Na, wir sind hier in den Räumen, in den Presseräumen der Leipziger Messe, die sonst normalerweise von den Journalisten bei den großen Ausstellungen genutzt werden. Wir durften hier freundlicherweise reinziehen mit unserem ganzen Team. Wir sind ja ein großes Team, ne, wie wir heute gesehen haben. Ich glaube, wir sind sowas wie 15, allein für den Online-Bereich. Dazu kommen wir noch ein paar Fotografen. Und wenn man sich hier so umschaut, hier stehen halt ganz viele Rechner, die wir hier aufgebaut haben, um von hier aus dann unsere ganzen Aktivitäten zu steuern und zu leiten. Dich zum Beispiel. Und was können die Zuschauer jetzt schon live sehen sozusagen? Ja, ich habe gerade eben einen Live-Ticker online gestellt, den ich jetzt so sukzessive immer wieder aktualisieren werde. In dem Live-Ticker können unsere Zuschauer alle im Grunde zeitnah die neuesten Fotos vom roten Teppich, auch aus der Show, wer tritt auf, wer bekommt die goldene Henne, können Sie alles in dem Live-Ticker sehen. Das ist das eine. Das andere, was Sie auch jetzt schon sehen können, ist, wer tritt überhaupt auf. Wir wissen ja schon, Angelo Kelly, auf den freuen wir uns, auf Santiano freuen wir uns, Bosshaus, mir fallen sie jetzt alle nicht, Beatrice Egli, mir fallen sie jetzt nicht alle ein. Aber dazu finden Sie bei uns die Artikel dazu. Und dann haben wir noch was Besonderes. Wir haben zu jeder berühmten Persönlichkeit, jedem Star, der dort bei der Goldenen Henne ist, haben wir noch Artikel, so 10 Dinge, die Sie noch nie über diesen Star wussten. Kann ich nur empfehlen, reinklicken. Gibt viele interessante neue Sachen zu entdecken. Und was passiert dann während der Sendung auf der Seite von Super Elu und auf der Goldenen Henne Seite? Was vor allen Dingen passiert, liebe Jennifer, bist du? Ja, danach. Darauf freue ich mich besonders. Ja, nein, es ist ganz wichtig, dass du von 18.30 Uhr an im Livestream aus dem Kaufkartenbereich berichtest. Das ist deswegen so wichtig, weil wir halt auch demonstrieren wollen, dass die Goldene Henne nicht nur ein Preis für die Stars und VIPs sind, für die bekannten Persönlichkeiten, sondern dass die Goldene Henne vor allen Dingen davon lebt, dass wir so viele Leser, User haben, die erstens abstimmen und das zu Deutschlands größten Publikumspreis machen. Und dass über 4.500 Leute hier in den Saal kommen, einen nicht ganz bescheidenen Eintrittspreis bezahlen, anreisen und gegebenenfalls noch hier im Hotel übernachten. Diese Leute machen die Goldene Henne zu dem besonderen Ereignis, dass das hier heute wieder in Leipzig stattfindet. Und deswegen wollen wir eben diese Menschen, die das so besonders machen, von denen wollen wir auch mal wissen, wo kommen die eigentlich her? Was machen sie? Was lieben sie? Worauf freuen sie sich besonders? Und da bist du da und empfängst unsere Gäste und also wirklich, darauf freue ich mich auch sehr, sehr, sehr. Aber was zu deiner Frage zurück, wir werden versuchen, so live wie möglich alle Informationen über die Goldene Henne sofort zu veröffentlichen, dass das, was auf der Bühne passiert und auch hinter der Bühne, dass man es sofort sehen kann. Und worauf freust du dich persönlich auf der Bühne am meisten? Oh, auf der Bühne freue ich mich am meisten auf Bosshaus, weil ich eine halbwegs persönliche Beziehung zu Alec Völkel habe. Den habe ich nämlich vor 3 Jahren bei der Aftershow-Party der Goldenen Henne kennengelernt und er nahm mich einfach in den Arm und ich sagte zu ihm, du weißt doch gar nicht, wer ich bin. Und er hat gesagt, ach, ist ja egal, ist einfach schön. Ja, dann hoffe ich, dass ihr heute nochmal zusammenfindet und wünsche dir viel Spaß dabei. Danke dir. Danke. Gerade kam schon die erste Ansage, dass die Leute bitte in den Saal gehen sollen und wir stehen jetzt hier direkt, wo es reingeht und ich spreche mit 2 Besucherinnen. Wie heißen Sie denn? Regina Fleming heiße ich.
Und Sie? Und ich, Ellen Sauer. Und wo kommen Sie beide her? Ich komme aus Frohburg. Das ist wo? Das ist zwischen Chemnitz und Leipzig, ungefähr die Mitte. Frohburg, wo immer Rennen auch stattfindet. Motorradrennen. Motorradrennen. Und Sie? Ich komme aus Geithain. Das ist auch gleich dort in der Nähe. Ja. Und Sie sind befreundet? Ja. Ja, also Ihre Tochter ist noch mit hier, das ist meine Freundin und die ist auf Promi-Jagd. Ja. Promi-Jagd? Ja. Ja. Und Sie beide nicht so? Nein, aus dem Alter sind wir raus. Wir sind aus dem Alter raus. Aber Sie freuen sich trotzdem auf die Show mit den Promis gleich? Ja, auf alle Fälle. Also ja, ich freue mich auf Gregor Gysi. Mhm. Der ist ja schon bekannt, dass der eine Henne bekommt, ja, ne? Das habe ich heute im Radio gehört, ja. Und freuen Sie sich da für ihn? Ja, sehr. Der ist ein sympathischer Politiker, also ich liebe Gregor Gysi. Ja, das ist ein sehr netter Mann, ja. Und auch politisch, also es ist ein Mann, Politiker, den man auch versteht. Ja, was er sagt, das versteht man auch, ja. Haben Sie den denn schon mal irgendwo live gesehen? Nein, das habe ich nicht, aber ich habe einen Enkel, der ist 21 Jahre und der ist beim Linken, also dadurch ist er mir sehr sympathisch. Da. Können Sie dem Enkel ja auch mal sagen, dass er sich dann diesen Stream anschauen darf, dieses Video, was es gibt, da sind Sie dann immer noch zu sehen? Ja. Gut, okay. Und gibt es noch jemanden, auf den Sie sich freuen? Irgendein Musik-Act vielleicht? Ja, ich würde mich jetzt freuen, wenn Club 3 eine goldene Henne bekommt. Club 3, na eigentlich, ja. Bekommt keine, ne? Nee, das weiß ich nicht. Das weiß ich noch nicht. Der Flori hat ja schon eine, ne? Ja. Das wäre meins. Und die Helene hat ja auch schon ein paar. Die hat schon ein paar. Die ist heute nicht mit dabei, Helene. Das ist schade. Wie finden Sie die Helene? Sehr gut. Ja, wir haben die verfolgt, so wo sie angefangen hat. Also wir waren meine Freundin in der Stadthalle. Ja. Haben wir immer die Veranstaltungen geschaut und dort ist sie das erste Mal aufgetreten. Ja. Da haben wir die schon gleich am ersten Mal gesehen, wo sie aufgetreten ist. Dann sind sie ja ganz erprobt in so Konzerten und Shows. Sehr oft in der Stadthalle, sehr oft. Ja. Da ist der Semino Rossi, ist dort auch das erste Mal aufgetreten, hey? Und haben den dort gesehen, ja. Wir waren viel bei der Goldenen Krone jedes Jahr, aber die gibt es ja nicht mehr. Ja. Und bei den Festen der Volksmusik mit Flori, ja. Ach, daher kennen Sie den. Ja, wir haben viele Fotos, ja. Und, Wie finden Sie das, dass der jetzt so moderne Musik macht? Gut. Herrlich, ja. Gefällt mir. Dann wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß. Hoffentlich bekommt Club 3 eine Henne. Hoffentlich, ja. Wir halten den Daumen. Dankeschön. Ja. Und dann sehen wir uns vielleicht nochmal später. Ja? Danke. Tschüssi. Ja, zwei große Flori-Fans. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Hallo. Darf ich Sie kurz mal ansprechen? Ganz kurz. Sie sind auf dem Weg zu Ihren Plätzen? Jawohl. Danke. Sind ja? Sind Sie? Wo kommen Sie denn her? Aus Magdeburg. Aus Magdeburg. Wie heißen Sie? Doris und Heinz. Doris und Heinz. Und heute das erste Mal bei der Goldenen Henne? Ja. Wer hat denn die Idee gehabt? Eigentlich Freunde von uns. Wir hatten das vorher ja gesehen im Fernsehen, haben kurz Umlauf und so. Oh, das ist schön. Mensch, guck da ja. Wollen wir da nicht auch mal hinfahren? Ja. Und dann ging das ruckzuck und ja. Mussten sie ja wahrscheinlich auch, weil die Karten ruckzuck weg waren. Ja, ein Jahr haben wir die jetzt fast. Ja. Ja, aber wir freuen uns drauf. Ja. Worauf denn genau? Auf alle. Auf alle Probleme eigentlich auch. Mal gucken, wer jetzt... Ja, hier den Guido Maria Kretschmer, den mag ich zum Beispiel unheimlich gerne. Mal sehen, mal den sehen. Ja, mal gucken. Ja. Was sitzen Sie denn? Abschnitt H, Reihe 17. Mal sehen. Gucken Sie einfach auf gut Glück oder haben Sie sich die Plätze extra ausgesucht? Nee, das hatte unsere Freundin ausgesucht. Also mal gucken. Ja. So. Na dann will ich Sie nicht weiter aufhalten. Geht ja bald los, ne? Viel Spaß. Tschüssi. Wir gehen hier mal weiter. Hier sind auch noch welche. Hallo, darf ich Sie mal kurz ansprechen? Gerne, hallo. Sie haben auch so einen schönen Anhänger. Ja, seit August ist der schon bei mir. Und heute ausgetragen? Natürlich, selbstverständlich. Gerade deswegen. Aber nicht nur für heute gekauft? Nein, natürlich nicht. Wie heißen Sie denn eigentlich? Also wir sind Familie Seelmann und kommen aus Bernburg. Schon zum dritten Mal hier. Und freuen uns immer auf eine Einladung vom Burda Verlag. Ach, so ist das. Schön. Wir sind gerade live bei Super Elo zu sehen. Schön.
Und genau, dann möchten Grüße wir... Grüße unsere Leser, die ja nun zahlreich gestiegen sind. Und man sieht es ja hier in der Halle, also großes Kino hier in Leipzig. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß. Ihnen auch. Danke sehr. Vielen Dank, tschüssi. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an, was Stefan Kobus so sagt. Mit dem habe ich auch schon gesprochen und ja, gucken wir einfach mal rein. Hallo Stefan, was ist denn in diesem Jahr das Besondere an der Goldenen Henne? Na, das Besondere in diesem Jahr ist, dass wir zum dritten Mal hintereinander in Leipzig sind und dass wir zum allerersten Mal eine ganz neue Kategorie aufgemacht haben. Wir wählen zum allerersten Mal die Online-Stars, also junge Menschen, Influencer, Blogger, wie auch immer sie nennen mag, die in den Social-Media-Kanälen aktiv sind, die auf YouTube aktiv sind. Und das ist ein neuer Akzent, den wir in der Sendung setzen, weil das ist eine neue Form von Unterhaltung und die gehört natürlich zum größten Publikumspreis Deutschlands. Und du bist ja Chefredakteur von Super Elo. Ja, was, sehr schön. Was machst du denn jetzt so noch die letzten Stunden, bevor es losgeht? Naja, also ich versuche meine Nervosität in den Griff zu bekommen. Wir machen die letzten Planungen, Anreise, Abreise, Shuttle-Service. Das machen natürlich die Mädels vom Organisationsteam, aber man nimmt da trotzdem natürlich dran teil. Man schaut nochmal über die Sitzordnung, sitzen alle Promis richtig und dann werde ich mich auf meine Begrüßungsrede konzentrieren und auf meine Laudatio. Dein Anzug ist auch schon fertig? Ja, also aufgrund der Tatsache, dass es eine richtig große Party wird und fast 5000 Leute da sind, ziehe ich sogar ein Smoking an. Aber der ist fertig, der ist frisch aus der Reinigung und hängt im Hotel. Sehr gut. Und dann geht es ja jetzt gerade ganz viel um bewegte Bilder und ums Fernsehen heute Abend. Aber was ist denn dann nächste Woche noch in der Super-Elo zu sehen? Naja, also natürlich die schönsten Bilder, die Highlights aus dieser Show, aber vor allen Dingen auch all das, was das Fernsehen nicht zeigt. Weil das Fernsehen zeigt natürlich ein bisschen roter Teppich, dann die komplette über 3 Stunden dauernde Live-Show, die sensationell wird, das kann ich schon versprechen. Und danach gibt es eine riesen Party und auch da wird es ein paar Bilder geben. Aber alles das, was danach passiert, hinter den Kulissen, was dort hinten, hinter der Bühne mit den Stars, wie die geschminkt werden, wie die sich vorbereiten und der Kai Pflaume wird extra von einem Fotografen begleitet, Backstage. Also lauter Einblicke, exklusiv für die Super-Elo-Leser, die man im Fernsehen so nicht bekommt. Dann lohnt sich ja das Kaufen nächste Woche. Nicht nur dann, sondern immer. Genau. Ja, unbedingt. Also ich würde mich sehr freuen, wenn heute Abend ganz, ganz viele Menschen einschalten, sich im Web einloggen. Wir streamen ja live rbb, mdr, superelo.de. Wir zeigen es hier auf mdr und rbb im Fernsehen oder tatsächlich hier hinkommen, draußen am roten Teppich, kann man alle Stars live erleben und dann wird man das nächste Woche im Heft sehen und vielleicht findet sich sogar der ein oder andere Leser im Heft wieder. Auf was freust du dich denn jetzt am meisten heute Abend? Also ich freue mich am meisten auf den Moment, wenn ich da vorne rauskomme und da nach hinten schaue und den 4.500 oder 4.700 Menschen guten Abend sagen kann, sie begrüßen darf, dann fällt bei mir die Nervosität ab. Das ist das eine. Das zweite, eines meiner Highlights, die Verleihung des Preises für das Lebenswerk an Otto Waalkes. Da bin ich sehr stolz drauf, dass er kommt. Freue mich, ihn wieder mal zu sehen. Ich habe lange Jahre in Hamburg gelebt. Ich bin mit ihm quasi aufgewachsen. Ich habe damals als junger Teenager mir 2 Kassetten gekauft. Damals hatte man noch Kassettenrekorder. Die jungen Leute wissen wahrscheinlich nicht mehr, was das ist. Also keine MP3-Datei, sondern eine Kassette. Die eine war von den Rolling Stones und die zweite war von Otto Waalkes. Also von daher bin ich schon als 5-Jähriger mit ihm in Berührung gekommen. Und diese Faszination hat bis heute angehalten. Und ich habe die Ehre, dass ich neben ihm sitzen darf heute Abend. Und darauf freue ich mich ganz besonders, wenn er hier auf der Bühne den verdienten Preis für sein Lebenswerk bekommt. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei. Vielen herzlichen Dank und ich wünsche allen, die zuschauen, egal wo, ganz, ganz viel Spaß und meldet euch gerne bei mir, wenn es euch gefallen hat und vor allen Dingen auch, wie es euch gefallen hat. Viel Spaß. Danke. Ich stehe jetzt hier in der Halle. Es füllt sich langsam, die Gäste kommen rein und ich habe auch schon ein paar Leute gesehen, mit denen ich gerade eben draußen gesprochen habe und draußen auf dem roten Teppich, da ist aber noch einiges los. Viele Fans stehen da auch noch und viele Promis sind auch unterwegs. Und mein Kollege Björn, der hat gerade auch Uwe Herrmann getroffen, den Brautausstatter aus Dresden. Alleine, ich habe ja meinen Produzenten mitgebracht. Ja, ne? Sehr gut. So, das ist sozusagen derjenige, der zu dem mich gemacht hat, was ich bin. Okay. Ne? Produzent ist also das Wichtigste, die sind immer im Hintergrund. Ne? Aber heute wollen wir schöne Kleider sehen.
Und Ihre Liebste haben Sie aber nicht dabei heute. Ja, das hat mein Produzenten. Ne? Das ist ein würdiger Ersatz. Ja, meine Liebste hat echt Angst vor diesem ganzen Trubel. Ich bin ja die meiste Zeit bei mir auf dem Bauernhof mit gelben Gummistiefeln, ne, und da zählt der rote Teppich nicht dazu. Ne? Aber ich bin sehr gerne hier, weil in Demut sehe ich ja unsere Zuschauer hier. Man kann sich auch mal präsentieren und sagen, hallo, hier bin ich. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Man braucht also immer eine Brücke zwischen den Zuschauern und seinem Privatleben. Und trotzdem, beides ist getrennt. Und hier ist es ja auch tatsächlich so, dass es extrem viel Nähe auch zu den Zuschauern gibt. Ja, ich habe Sie eben schon beobachtet, Sie haben da sehr viel Kontakt auch schon gehabt. Ja, also ich sag's mal, die Zuschauer sind ja meine Arbeitgeber. Also solange sie mich mögen, ne, solange habe ich auch Menschen, die mich mögen. Ne? Und wenn es die dann nicht mehr gibt, brauche ich auch keinen roten Teppich, dann kann ich mich im Wald einschließen. Konnten Sie jetzt in der Kürze der Zeit eigentlich hier schon ein Modefazit ziehen? Nein, ich bin ja jetzt gerade gekommen, ne, und eigentlich ist es auch egal, was die Mädchen anhaben. Hauptsache, sie fühlen sich wohl und es sind Menschen, die gesund sind im Kopf. Alles andere ist unwichtig. Gibt es dennoch eine prominente Dame, die Sie gerne mal einkleiden würden? Fällt Ihnen dann spontan jemand ein? Ja, mich fragen öfters Leute, ob ich mal eine prominente Dame einkleiden möchte und ich sage da wirklich nein. Ich bin jemand, der für die Menschen von der Straße Sachen macht. Die Prominenten haben ihre prominenten Schneider und das ist einfach nicht meine Welt. Meine Welt sind die Menschen auf der Straße, da fühle ich mich viel wohler. Eine Frage noch, ich hoffe, dies erlaubt Sie. Sie haben ja auch sehr offen immer drüber gesprochen, Ihre Mitarbeiterin, die Hose, die Sie verloren haben. Wie geht es Ihnen mittlerweile damit? Sind Sie da einigermaßen drüber hinweg oder beschäftigt einen das immer noch? Also das ist jetzt eine ganz komplizierte Frage, weil wir haben Sie heute früh beerdigt. Also heute, ne? Also ja, also daran wollte ich jetzt eigentlich gar nicht denken. Ich wollte jetzt einfach die goldene Henne machen und die Hose werden wir alle vermissen und bleibt in unserem Herzen. Stoßen Sie auf sie an heute? Das oder? Definitiv, weil sie wollte gerne mitkommen. Ne? Ich wünsche einen sehr schönen Abend, ja. Ihnen auch, danke. Schöne Momente heute, ja, danke, tschüss.
Da sind wir wieder, liebe Zuschauer, jetzt immer noch hier im Saal. Es fühlt sich, wie gesagt, langsam. Und wir gehen einfach mal hier rüber, würde ich sagen, und fragen die Leute, auf wen sie sich freuen. Hallo, darf ich mal näher kommen? Wer sind Sie denn? Wir sind aus Leipzig, oder? Entschuldigung. Oh, nichts passiert. Und wie heißen Sie? Ich bin die Cornelia. Ich bin die Judy. Und ich bin der René. Und Sie kommen aus Leipzig und sind jetzt das erste Mal bei der Goldenen Henne? Ich schon, meine Tochter und mein Mann, das zweite Mal. Und worauf freuen Sie sich, wenn Sie hier, Sie sitzen ja ganz vorne quasi, also fast ganz vorne. Ja, auf die Prominenten. Jemand besonders? Nö, ich lasse mich einfach überraschen. Und die junge Dame auf so einen Online-Star vielleicht? Ja, also zum Beispiel auf Pamela Reif und an Katrin Götze. Also das ist schon super. Wir sind auch gerade im Internet zu sehen. Können Sie sich auch später nochmal anschauen bei Super Elo im YouTube-Kanal. Und vielleicht mal den Herrn fragen, worauf er sich so freut. Ich freue mich am meisten auf die Soko Leipzig-Schauspieler, auf die drei. Den Peter Maffay möchte ich gern sehen. Und ja, und noch viele Prominente, denke ich mal, die noch sehr, die man einfach mal live sieht hier. Das ist ein perfekt, ne? Also mal live und in Farbe erleben und ersehen. Ne? Das ist das Fantastische an der Geschichte hier. Peter Maffay, haben Sie da einen Lieblingshit? Ja, Tabaluga? Tabaluga, jawohl, danke schön. Das ist so, sag ich mal, der eigentlich so der Hit, den es da gab, für mich. Und Sie waren schon zweimal hier, habe ich schon gehört? Genau. Ich habe das meiner Tochter zum Weihnachten geschenkt in 2017. Und wir haben hier in der Veranstaltung in 17 die Karten bestellt für 18 und haben sie dann meiner Frau geschenkt. Und wir haben uns gedacht, direkt erste Reihe ist perfekt. Vielen Dank für das Interview. Danke. Und jetzt gleich gucken wir uns mal ein Video an über Kai Pflaume, was ich heute mit ihm geführt habe. Kai, seit 25 Jahren haben Sie quasi Moderationserfahrung. Jetzt zum dritten Mal sind Sie bei der Henne dabei. Ist man da noch aufgeregt? Nein, es ist Vorfreude. Es ist Vorfreude pur. Also nicht Aufregung, sondern es geht ja für mich darum, das jetzt zu genießen. Das sind ja wochenlange Vorbereitungen, die jetzt heute hier in diesen Abend einfließen. Und ich freue mich jetzt einfach auf das, was kommt. Wir haben uns gestern schon ein bisschen die Proben angeschaut, heute auch. Wie viel ist dann noch so spontan? Oh, da ist eine ganze Menge spontan, weil man ja nie weiß, was in so einer Live-Sendung alles passiert. Es kann alles Mögliche sein. Und insofern bin ich natürlich eben auch gespannt, ob heute Abend alles funktioniert. Optimalerweise merkt der Zuschauer gar nicht, wenn irgendwas nicht so gelaufen ist, wie es laufen sollte, weil er ja auch gar nicht weiß, was vorbereitet ist. Gab es denn schon mal einen Moment, wo Sie Herzklopfen bekommen haben, weil es vielleicht doch ganz unvorbereitet kam? Oh, ich erinnere mich an meine erste Goldene Henne hier in Leipzig mit Beatrice Egli. Die war der erste Musikakt in der Show und kam raus, live gesungen, aber die Musik kam vom Band. Und das Playback, das hing. Und das hing die ganze Zeit, von Anfang bis Ende. Es hörte sich ganz furchtbar an, weil es halt immer so, aber sie hat das sowas von professionell und tapfer durchgezogen. Und da habe ich mir nur gedacht, oh mein Gott, wenn das jetzt den ganzen Abend so geht, dann haben wir ein Problem. Aber die Kollegen haben das dann wunderbar gerettet. Und insofern ist das jetzt eine Anekdote aus der Vergangenheit, aber nichts, woran ich jetzt punkte heute Abend denke. Und worauf freuen Sie sich heute Abend am meisten? Ich freue mich auf die große Halle, auf die vielen Menschen. Das ist für mich ein totaler Höhepunkt jedes Jahr. Auch wenn man große Shows macht, ist man ja nicht in der Messehalle mit 4.500 Menschen. Dann sind das vielleicht 800, 900.000 in einem Fernsehstudio. Und das ist schon was Besonderes. Auch diese große Bühne hier, da muss man Lust drauf haben, da muss man rausgehen und Spaß haben. Und ich freue mich jetzt sehr darauf. Und die letzten Minuten vor der Show, sind Sie dann ganz entspannt oder wie verbringen Sie die überhaupt? Meistens ist das so, dass ich in der Maske beim Schminken vor der Show nochmal schlafe, in der Tat. Also richtig Tiefschlaf, da nochmal ein bisschen Kraft und Energie tanke, vielleicht mich auch sammel, da geht es ja auch um Konzentration. Und wenn ich dann hinter der Bühne stehe und weiß, es geht gleich los, dann bin ich ehrlich gesagt sehr entspannt. Und dann ist es wirklich so, dass es Kribbeln ist dann in dem Moment, wenn die Vorspannmusik läuft. Und dann weiß man, hey, jetzt geht's los, jetzt geht's raus. Und da ist aber keine Aufregung dabei. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß heute Abend. Ja, dann werden wir hoffentlich haben, alle zusammen, oder? Klar. Ja. Danke. Sehr gerne. Ich stehe jetzt hier vor der Bühne und hinter mir wird ganz fleißig geprobt.
Denn da die Sendung von der ersten bis zur letzten Sekunde live ist, muss natürlich alles sitzen. Und das gilt nicht nur für die Menschen auf der Bühne, sondern auch für Licht, Ton, Kamera und so weiter. Und diese Mischpulte, die man da gerade noch sieht, wo auch die Regie so Angaben macht, die werden später natürlich bei der Live-Sendung hier nicht mehr zu sehen sein. Denn dann kommt alles aus dem sogenannten Ü-Wagen. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin. So, dann sind die Lichtarbeiten hier auf der Bühne schon beendet. Dann können wir gerne in einen weiteren Durchlauf gehen. Und dann will ich irgendwann zurückkommen und genau, vielleicht ein bisschen hier nach links, ein bisschen nach rechts und dann bin ich richtig fein. Für mich ist es wirklich unglaublich beeindruckend, einmal zu sehen, wie so eine große Fernsehsendung entsteht. So viele Lichttechniker, Tontechniker, unzählige Kameraleute, Maske, Musik, Requisite. Ich könnte stundenlang aufzählen, wer hier alles daran beteiligt ist, damit Sie zu Hause am Fernseher später so viel Vergnügen haben wie nur möglich. Und einer von Ihnen ist auch Utz Weber. Er hat für mich eine der wohl aufregendsten Aufgaben bei der Goldenen Henne. Deshalb habe ich ihn gestern auch schon mal zum Gespräch getroffen. Ich bin der Regisseur der Goldenen Henne und bin dafür verantwortlich, dass die Sendung über den Sender geht. Und zwar das, was Sie sehen, ob Großaufnahmen oder Totalen oder auch wer im Publikum im Bild ist, bestimme ich während der Sendung. Und damit das auch alles klappt und nicht manche Leute doppelt im Bild sind und andere dafür gar nicht, haben wir viele Kameras hier im Saal und richten in den Proben, so wie jetzt gerade im Moment, eben die Show-Acts ein, wo Kameras erfahren, wann sie welche Einstellung, wann sie wen zeigen sollen und wie lange, wann sie wegschwenken sollen oder ranfahren sollen. Und das alles mache ich hier. Okay, und was ist dann, wenn doch mal was Unvorgesehenes auf der Bühne passiert? Was muss dann passieren? Ach, das ist so wie auf einer Autobahnfahrt, wenn Sie von Hamburg nach München fahren und Sie fahren wunderbar und auf einmal schert ein Laster aus. Und diese Vollbremsung, die wissen Sie noch in 3 Jahren, obwohl alle anderen 600 Kilometer gut liefen. Ähnlich ist das bei so einer Show. Auf der anderen Seite weiß ich, dass für den Zuschauer es eigentlich kein größeres Vergnügen gibt, als wenn auch auf einmal irgendwas nicht ganz so rund läuft. Und insofern habe ich auch keine Angst davor, sondern ich weiß, am Ende des Tages gibt es kein Super-GAU, sondern ein Super-Team und einen traumhaften Moderator, der gerade daraus auch seine Stärke hat, ähnlich wie Thomas Gottschalk, mit dem ich auch viel gearbeitet und sehr gerne gearbeitet habe, der eben aus genau solchen Situationen sozusagen neuen Kuchen backt. Also insofern, ja, man soll es nicht sagen, aber würde ich mich fast freuen, wenn nicht alles so rund läuft, weil dann wird es spannend für alle. Gab es denn mal was, wo Sie trotzdem ins Schwitzen gekommen sind? Häufig, klar. Nein, wenn man nicht ins Schwitzen kommt. Also ich bin jetzt 62 und ich habe meine erste goldene Kamera 92 gemacht und mache seit 14 Jahren auch den Bambi, seit 20 Jahren den Deutschen Filmpreis. Und trotzdem bin ich bei der Goldenen Henne nervös. Aber ich glaube, das muss man auch sein, weil sonst würde man so auf der, Entschuldigung, den Ausdruck Arschbacke so absitzen. Und ich bin immer noch mit Herzblut dabei. Und von daher wäre ich eher nervös, wenn ich nicht nervös wäre. Ja. Ja. Worauf freuen Sie sich denn am meisten, wenn es dann live losgeht? Auf die schönen Bilder und dass das alles läuft. Wissen Sie, so eine Show ist so ein bisschen wie so ein Baby. Ich bin so mit einer der Väter erstmal, weiß also vorher, wie soll was aussehen, wer soll was machen, habe ein großes Team, das ich teilweise noch nicht kenne und gebe im Laufe dieser Probentage an jeden etwas ab. Ja? Dann das Licht, an die Kameraleute, den Bildschnitt, alle, ein großes Team haben wir ja hier. Und die machen die Show. Eigentlich könnte ich morgen Abend nach Hause fahren, ja? Und zugucken, wie die den super Job machen. Und das ist das Schöne. Ja? Also insofern, wenn ich, wie gesagt, nervös bin, dann sogar fast eher vom ersten Probentag immer. Ja. Weil ich nicht weiß, kriegen wir das alles zusammen. Und bei der Show bin ich eigentlich nicht mehr nervös, wenn die läuft. Da hat man so ein bisschen Adrenalinspiegel, aber denkt, geil und ja. Ja. Wie viele Tage wird denn dann eigentlich geprobt? Geprobt wird bei diesen großen Shows und so auch bei der Henne tatsächlich nur 3 Tage. Den ersten Tag, das war also gestern, stellt man das ganze Produkt einmal durch. Das macht man manchmal sogar ohne den Moderator. Im Falle bei Kai ist der am Anfang dabei. Dann gibt es Einzelproben mit den ganzen Show-Acts oder Laudatoren oder Leuten, die was außerhalb der Reihe quasi machen müssen. Das ist heute der Tag. Gleich gehen wir in den Durchlauf, wo es sicherlich an einigen Ecken und Enden noch klemmen wird, weil man auf einmal alles so zusammen verzahnen muss in dem Tempo, wie es auch dann abends läuft.
Und am Tag der Sendung ist es verschieden. Hier haben wir sehr viele Show-Acts noch, weil leider ganz viele Künstler erst morgen anreisen können. Dadurch wird das morgen, also am Freitag, Sendungstag, wirklich ein harter Tag. Aber in anderen Produktionen haben sie dann oft zwei, drei Show-Acts noch und eine Generalprobe. Die haben wir hier nicht. Die Generalprobe ist auch gleichzeitig die Sendung. Und dann noch eine Frage zum Schluss. Wie wird man denn eigentlich Regisseur? Oh, durch pure Willenskraft und viel Glück. Nein, heute würde ich jedem, der das gerne machen möchte, empfehlen, an eine Filmhochschule zu gehen. Wobei Showregie nach wie vor kein Ausbildungsberuf ist. Vielleicht hört das ja jemand, der in diesen Gremien sitzt, fehlt. Da gibt es demnächst mal ein Nachwuchsproblem. Ist wirklich so. Filmregisseur definitiv Filmhochschule heute. In meinem Fall, also zu meiner, als ich anfing, waren Filmhochschulen so etwas elitäre Dinge, wo man eher nicht hinging und eher Theorie lernte. Ich habe es in der Praxis gelernt durch Regieassistenz und viel mitgearbeitet und so langsam mich da hochgewurschtelt. Super, dann freuen wir uns jetzt auf die Show und drücken die Daumen, dass alles klappt, wie geplant. Vielen Dank auch. Obwohl man soll sich nicht bedanken im Theater, sagt man, wer sich bedankt, das bringt Unglück. Da muss man sich, wie war das, ich glaube, dreimal um die eigene Achse drehen, über die Schulter spucken. Aber solche Aberglauben haben wir im Fernsehen jetzt nicht mehr so häufig. Insofern ganz herzlichen Dank und euch auch viel Erfolg. Danke. Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber ich finde, bei Utz Weber spürt man geradezu die Leidenschaft für seinen Beruf und die Freude auf die große Show. Und wie ich versprochen hatte, habe ich mich natürlich auch noch auf den Weg zu den Ü-Wegen gemacht. Da ich aber nur von der Super-Ele komme und nicht vom Fernsehen, brauchte ich selbst ein bisschen Nachhilfe. Deshalb habe ich eine MDR-Kollegin gefragt, was hier eigentlich passiert. Und Utz Weber, der Regisseur von vorhin, sitzt später übrigens auch hier. Und hinter mir sind jetzt also tatsächlich diese Übertragungswagen, die dafür sorgen, dass das Bild, was in der Halle entsteht, bei Ihnen zu Hause am Fernseher ankommt. Also ich habe mir das auch gerade nochmal genauer erklären lassen. Hier drin kommen wirklich alle Bilder zusammen. Der Ton, der Regisseur sitzt hier. Ganz viele Menschen arbeiten daran, dass wirklich eine ganz tolle Show entsteht. Und wenn man das mal überschlägt, es gibt hier wirklich mehrere hundert Kilometer Kabel, ganz viele Scheinwerfer. Das ist eine unglaublich spannende Sache. Sie haben jetzt gesehen, wie das Fernsehbild nachher bei Ihnen zu Hause ankommt und währenddessen ist gerade Otto hier reingelaufen. Ansonsten hat es sich schon ziemlich gefüllt. Hinter mir sind auch die letzten Kameramänner jetzt gerade, die noch den Otto filmen. Ansonsten bauen eigentlich alle ab, denn es geht gleich los. Aber mein Kollege Björn, der hat auch noch Ben Zucker interviewt gerade eben und das zeigen wir Ihnen mal noch. Nominierung. Da sind Sie, glaube ich, wahrscheinlich selbst sehr happy drüber, zumal es ein Publikumspreis auch ist. Das stimmt. Wunderbar. Wie geht es Ihnen denn überhaupt? Ich meine, wenn man so als Außenstehender, würde man ja vermuten, so Übernachterfolg. Dafür wirken Sie sehr entspannt und sehr, sehr bodenständig. Ist das in die Wiege gelegt oder? Ja. Mama ist schuld daran, Mama hat mich so erzogen. Super. Bin ich ganz sicher, ja. Stichwort Mama, wen haben Sie denn heute eigentlich dabei? Ja. Die Mama. Meine Mama, wunderbar. Stiefvater. Oder hält die sich? Publikum, sind dann, nee, sind ein Publikum. Ich sehe später nochmal auf der Aftershow. Sie sind ja auch so ein bisschen beruflich oder karrieremäßig quasi flankiert sozusagen von Florian Silbereisen und Helene Fischer, ja? Bei ihm hatten Sie, glaube ich, den ersten TV-Auftritt mit Ihrem Song und mit ihr wiederum waren Sie auf Tour. Was verbindet Sie? Ist das auch eine Freundschaft, die da vielleicht gewachsen ist? Oder? Genau. Ja? Super. Jetzt gab es ja auch schon das ein oder andere Magazin, das da sich dann sowas zurecht konstruiert hat. Ist das so eine der Schattenseiten, mit denen man leben muss? Und können Sie das auch oder nervt es? Ich muss gestehen, ich lese mir das jetzt nicht so sehr durch. Also, das ist die beste Taktik. Ja, ich höre hin und wieder davon. Ja. Meine Mom schickt mir ab und zu mal den ein oder anderen Artikel oder Freunde von mir. Und das ist okay, das kann man sich dann anschauen. Das war eher ein großer Schmunzler innerhalb der Familie oder unter Freunden, als dass das jetzt irgendwie ernst genommen werden kann. Also im Zweifel amüsiert Sie das eher oder was? Ja. Wie ist es generell mit der Privatsphäre? Können Sie noch ungestört rausgehen oder haben Sie jetzt schon so einen Status, wo es schwierig wird und man dann doch immer wieder angesprochen wird, sei es beim Bäcker oder sonst wo? Genau, aber es gehört ja dazu und ist okay. Sind es immer noch nette Begegnungen? Also, ja, total. Wirklich. Wunderbar. Sehr, sehr entspannt. Was tut sich sonst jetzt bei Ihnen? Worauf können wir uns freuen? Oh ja, einiges. Allerdings, jetzt geht es erstmal um meine zweite Tour, die jetzt in diesem Jahr stattfinden wird, Ende Oktober. 25. Oktober geht's los, freue ich mich sehr drauf. Jetzt bereiten wir alles vor und dann geht's heiß her. Wunderbar, da freuen wir uns auch drauf. Jetzt habe ich eine allerletzte Frage. Es wird gemunkelt, dass Sie eine Freundin haben, wenn ich mal so direkt fragen darf. Und Sie haben ja in den sozialen Medien auch selber schon Andeutungen gemacht. Könnte das denn zumindest bestätigen?
Das stimmt, ja. Wunderbar. Wie lange sind Sie schon zusammen, wenn die Frage erlaubt ist? Ausreichend. Okay, super. Aber Sie werden sich hoffentlich uns auch mal vorstellen, oder? Irgendwann schon, ja. Wunderbar. Danke. Dann freuen wir uns auch darauf. Schönen Abend erstmal, ja? Danke, danke. Das war mein Kollege Björn und Ben Zucker. Und ab morgen können Sie auch noch viele weitere Videos und dieses Video in voller Länge auf Super Elo sehen. Und jetzt bleibt mir eigentlich gar nicht mehr sehr viel übrig. Denn es geht gleich los, die Türen werden schon geschlossen, gleich wird Kai Pflaume auf die Bühne kommen und da kann ich mir nur wünschen, dass Sie auf jeden Fall MDR oder RBB einschalten und Ihnen herzlichen Dank sagen, dass Sie uns zugeschaut haben. Es war das erste Mal für uns und ich hoffe, es hat Ihnen sehr gefallen. Ich bedanke mich bei meinem Kameramann Steven und in der Regie bei Max und Alex. Danke und auf Wiedersehen.